Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu den Technik-Nachrichten vom 15. bis zum 22. September 2013 mit Soja Bentec und Troy Tools. Wir beginnen heute mal mit BlackBerry. Und zwar hat BlackBerry eine nicht ganz so gute Nachricht rausgehauen. Und zwar haben diese im zweiten Quartal einen Verlust von fast 1 Milliarde US-Dollar hinlegen müssen. Und damit muss BlackBerry auch einige Mitarbeiter rausschmeißen, weil sie sich es einfach nicht mehr leisten können. An der Zahl sind das übrigens 4.500 Mitarbeiter in der Firmenzentrale in Waterloo. Ja, denn BlackBerry hat einfach den Trend von Touch-Devices verschlafen und damit dürfte Apple wohl früher aufgestanden sein, weil Apple hat diesen Trend einfach mal nicht verschlafen, wie man auch an der nächsten News sieht. Ja, und Apple hat ja vor einer Woche das heiß erwartete iPhone 5S und das 5C, was doch nicht so billig war, und das C stand ja auch nicht für cheap, sondern für Color. Und ja, mit diesen Produkten gibt es jetzt Lieferschwierigkeiten, denn es wurden einfach zu viele bestellt. Und das heißt, für die, die sich jetzt erst überlegen, ein iPhone sich zu holen von den neuen Generationen, die müssen bis Oktober oder vielleicht noch länger warten, weil bis Oktober wird es nicht lieferbar sein. Ja, und für die, die es schon früher dran waren und sich gleich nach der Keynote oder das um die Zeit von der Keynote bestellt haben, ja, die bekommen es dann in 7 bis 10 Tagen zugeliefert und können sich dann über ihr neues iPhone freuen. Ja, freuen können sich auch Microsoft-Anhänger über das neue Surface, was dann vorgestellt wird. Und zwar wird es vorgestellt morgen, also am 23.09., also um 16:30 Uhr. Und da wird es in New York wieder eine große Presseveranstaltung aus dem Hause Microsoft geben. Und dort werden dann wahrscheinlich wieder zwei neue Surface-Versionen vorgestellt. Nämlich einmal das gute alte Surface Pro in neuem Version. Surface Pro steht ja dafür, dass man alle Anwendungen, die man auch von dem Laptop kennt, problemlos nutzen kann auf einem schönen Tablet mit guter Tastatur und schöner Verarbeitung. Des Weiteren wird es dann auch noch eine Surface RT-Version geben, welche dann nur mit der RT-Windows-Version läuft, also nur mit den Kacheln, ohne wirkliche Desktop-Version. Trotzdem ist die RT-Version von Windows ja eine schöne Tablet-angepasste Sache. Zusammen mit einem wahrscheinlich Tegra 4 wird das auf jeden Fall ein schönes Tablet werden. Ja, was auch schön werden könnte, wären Android-Smartphones mit Nokia. Ja, und davon wurde jetzt eine News offiziell von Nokia rausgehauen, dass sie an einem Android-Phone arbeiten und nicht gearbeitet haben, sondern sie arbeiten immer noch an einem Android-Phone, obwohl schon fast fix feststeht, dass Nokia von Microsoft geschluckt wird. Aber es sind schon 10.000 Geräte von diesem Nokia Android-Phone produziert und ja, so ein möglicher Plan B. Aber wie schon fast jeder erwartet, wird es von Microsoft geschluckt, außer die Aktionäre entscheiden sich doch dafür, dass sie auf Android setzen. Das wäre aber ein heftiger Schlag für Microsoft. Und ja, für alle, die jetzt wissen wollen, was dieses Nokia-Smartphone, was vielleicht kommt, aber mit geringer Wahrscheinlichkeit, was für eine Hardware das hat. Das hat nämlich einen Snapdragon 200 von Qualcomm, der mit 1,2 GHz getaktet ist. Mehr weiß man dazu nicht. Und ja, das ist einfach ein Low-Cost-Smartphone, das heißt, für die, die nicht zu viel Geld für ein Handy ja, ausgeben wollen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig. Wo die Wahrscheinlichkeit nicht so niedrig ist, ist, dass das neue Android KitKat im Oktober erscheint. Genau. Übrigens nochmal eben zu der Quellenangabe. Die News kommt übrigens nicht von Nokia direkt, sondern vom Hersteller der Smartphones. Dafür ist nämlich der altbekannte China-Hersteller Foxconn zuständig. Ja, apropos Android 4.4 KitKat. Das wurde nicht durch Google bestätigt, dass es im Oktober rauskommt, sondern von Nestle. Naja, auch nicht wirklich offiziell, sondern die deutsche Nestle Facebook-Seite hat einem User, welcher die Frage stellte, wann Android 4.4 KitKat denn komme, geantwortet, dass Android 4.4 KitKat am Oktober verfügbar ist. Das ist natürlich keine offizielle Pressemitteilung, wirft allerdings trotzdem die Frage auf, wie viel KitKat denn da übrigens raushaut und ob das nicht so eine gute Entscheidung war von Google, da mit KitKat sich zusammenzutun. Was auch keine so gute Idee ist, ist nämlich gefälschte WhatsApp-E-Mails zu öffnen.
Ja, und diese sind jetzt im Umlauf, also passt auf, wenn ihr von WhatsApp eine E-Mail erhaltet. Und ja, was das, wieso man aufpassen sollte, da ist nämlich ein Trojaner drin, also den Link nicht öffnen, denn Sprachnachrichten kann man, soviel ich weiß, nicht, bekommt man keine Benachrichtigung. Und ja, da solltet ihr aufpassen, nicht öffnen, da ist ein Trojaner drin, das kann euer Android-Phone oder euer Windows-Betriebssystem sehr schaden, das ist ein Trojaner und ja, da könnt ihr mächtig Probleme bekommen mit eurem System. Die Ja, wo E-Mails kommen manch. übrigens, die E-Mails kommen übrigens natürlich nicht von WhatsApp, sondern sind sehr gut gemachte Fälschungen. Ich finde, sie sehen den WhatsApp-E-Mails ähnlich. Allerdings würde WhatsApp niemals eine E-Mail versenden. Und wenn, dann auf gar keinen Fall mit Trojaner drin. Ja, und wo man auch. Wo man die Seite aber öffnen sollte, ist YouTube und da gibt es ja einen Offline-Modus und ja. Diesen hat YouTube übrigens in einer Pressemitteilung auf dem YouTube Creators Blog rausgehauen, dass man ab nächsten Monat in der YouTube-App eine Neuerung einführen wird, welche da den Offline-Modus heißt. Das heißt, ihr ladet euch einfach die Videos im heimischen WLAN-Netz runter und könnt die dann in Bus und Bahn, während ihr nur schlechtes Edge oder gar kein Internet habt, gucken. Und für die Creator unter euch, die Werbeeinnahmen werden trotzdem laufen, denn Werbung wird gleich mit runtergeladen. Sind ein paar KB für den User und für euch ein paar Cent. Das wird dann einfach wieder synchronisiert, wenn der Smartphone- oder Tablet-Schauer wieder mit dem Internet verbunden ist und ihr bekommt euer Geld auf AdSense gutgeschrieben. Übrigens, Google hat dann noch ein Update rausgehauen und zwar auf der normalen Google-Suchseite. Ja, und auf der sieht man jetzt ein neues Logo, was dem alten natürlich ähnelt, was einfach simpel angehaucht ist wie das neue YouTube-Logo. Und dazu hat YouTube noch eine kleine Veränderung vorgenommen. Nämlich hat man jetzt bei seinem Google Plus, wenn man angemeldet ist, so ein kleines Viereck mit kleinen Pünktchen drauf. Und da sieht man einfach Anwendungen, die man von Google hat. Ja, und noch eine Anwendung, die man gerne auf sein Handy hat, ist nämlich Synergien-Mod. Und davon soll jetzt auch ein Smartphone rauskommen. Genau, Synergien-Mod ist ja eigentlich eine Softwareversion für alle möglichen Android-Smartphones von freien Entwicklern, die halt gesagt haben, okay, ich möchte eine neue Software für mein Handy mit guten Funktionen oder ich möchte einfach nur das Betriebssystem updaten, weil von vielen Herstellern kommen ja für alte Handys keine Betriebssystem-Updates mehr raus. Und das ist ja die ziemlich größte oder wahrscheinlich die größte Community, wenn es um Sachen Modding von Handys geht. Und daraus ist jetzt eine Firma entstanden, ermöglicht durch zwei Sponsoren mit vielen Millionen Euro dahinter. Und dieses Team möchte einiges in Sachen CyanogenMod ja, ändern. So wird zum Beispiel im Google Play Store eine App zur Verfügung stellen, welche das Flashen einer neuen Software, in dem Fall natürlich vom CyanogenMod, viel, viel einfacher machen soll. Und was dann noch einfacher werden soll, ist dann, also. Noch einfacher geht es natürlich, indem man sich dann ein Smartphone direkt mit einem CyanogenMod drauf kauft. Hardware-Partner wäre da Oppo, der China oder eher so billig Handy, Tablet, aber trotzdem zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis herstellende Händler. Endlossätze sind scheiße. auf jeden Fall mit dem zusammen möchte halt das CyanogenMod-Team ein Smartphone herstellen mit übrigens 6,5 Zoll. Display-Diagonale. Am Montag werden wir mehr erfahren und natürlich nächstes Wochenende werden wir da noch mal genauer drauf gucken. Ja, bis dahin würde ich sagen, ciao und bis nächste Woche. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und schaut dann auf dem jeweiligen anderen Kanal in der Videobeschreibung noch mal vorbei. Es lohnt sich, würde ich sagen, und bis dahin, ciao. Ciao.